Er gibt sich so Mühe, er nimmt's richtig ernst, ne? Der wird so ausrasten nachher. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines, Creator Code für den Ripe, iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zum neuen Casino DLC in Fortnite. Wir werden jetzt gleich als allererstes mal Stani pranken. Alle sind ja gerade live am Stream. Hello. Ey, jetzt ruf mich, hör auf mich anzurufen, Miss Baker, Junge. Auf jeden Fall, Stani ist auch gerade am Livestream und wir dachten uns, wir werden Standards gleich mal pranken, Leute. Wir haben gesagt, wir machen ja alle gleich ein Tuning-Duell, alle sind am Start. Brox, Stani, Screws, der Serbe, alle Leute. Und wir werden aber Stani pranken, das weiß er nicht, Leute. Verprügt den Like-Button für mehr GTA 5, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und let's go. Hey Digga, bist du auch schon am Start? Auch Tuning-Duell dabei oder was? Ah, Stil ist lost, Bruder. Okay, Jungs, ich bin in der Lobby drinne. Ja, perfekt. Ich hab jetzt mein Kfz. Sehr gut. Chat und werde es damit in die. Hast du dein Kfz gekauft? Ich habe mein Kfz gekauft und werde jetzt zum Lost Customs fahren. Aber warte, ich meinte, es ist noch nicht gekommen, das ist unfair, dann hast du mehr Zeit. Ja, warte mal, Bro, ich lass alle nochmal eine Einladung. Alle, wir brauchen gleich viel Zeit, sonst ist es unfair, wenn du jetzt schon. Nein, nicht gleich viel Zeit, Bruder. Natürlich gleich viel Zeit, sonst ist es unfair. Und für welchen Wagen hast du dich entschieden, Testo? Ja, ich sag dich, zu welchem Wagen ich mich entschieden habe. Für den Conti, ne? Wahrscheinlich für den Bentley hast du dich entschieden. Wo finde ich jetzt mein Auto? Ich habe mich für den Bentley entschieden. Ja, hat er. Aber safe hat das. Das hat er so verraten. Ey, ich kenne dich schon so gut dafür. Vielleicht habe ich mich aber auch für ein anderes Auto jetzt entschieden. Ja, zu spät hast du schon verraten. Schwer, sehr schwer. Also Stani, du wirst gleich heulen, wenn du mein Auto siehst, ne? Wollte ich dir nochmal sagen. Ah, der ist muted, scheiße. Also Philipp wird wirklich weinen, Leute, aber auf eine andere Art und Weise. Geht nicht, ich bin leider Okay, so. Also ich hab mein Auto jetzt. Sollen wir jetzt alle zu LS Customs? Das Ding ist, guck mal, ich hab grad einfach mal 70.000 in, ich glaube, 2 Minuten verloren, so. Und man will das dann einfach direkt wieder rausholen. Man denkt so, man hat Minus gemacht, jetzt muss ich das Doppelte setzen, weißt du, was ich meine? Das ist so voll, das ist voll ekelhaft. Es ist halt voll gut, dass die so eine Zeit eingebracht haben, dass man nicht die ganze Zeit Chips holen kann. Sonst ich die ganze Zeit man hat zwar Hassgig auf diese Olle, die die Chips verteilt, aber ist besser so. Ja, die ganze so zu benutzen. Bruder, ich warte, bis die Feierabend hat. Ihr könnt es auf der Karte markieren, den Ort. Einfach neuer Insider. Bald kommt der, ich warte, bis Feierabend. Wann geht's los? Wann geht's los? Wir sind vor Los Santos Customs und warten, dich zu zerstören im Tuning-Duell. Machen wir mit passenden Outfit oder ohne? Nein, Digga, ist das hier wie viel ist dein Outfit wert oder was? Ja, ich dachte, man muss alles ein bisschen abstimmen, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, man muss auch nicht. Nein, es geht hier ums Auto. Nur das Auto, das Auto reicht. Einpacken, aber wo einpacken? Wo ist diese Garage? Ich sehe schon, ich bin der Gewinner, Digga. Hey, oh mein Gott, guck dir diese Idioten an! Alle fahren sie mit der gleichen Karre. Hä, warte mal, Digga, du weißt, dass man den gar nicht so geil tun kann, diesen Bentley. Digga, den kann man auch nicht so geil tunen, du Idiot. Okay, ich join jetzt erstmal eure Lobby. Hä? Den kann man auch nicht so geil tunen, den du hast. Ja, aber der sieht fresher aus trotzdem, als bei dem Bentley, Bruder, du kannst nur Frontstoßstangen machen. Also das ist dieselbe Lobby, ihr seid immer noch hier. Achso, ihr seid hier bei Dings drin. Hey, hallo, noch nicht ins Customs. Ja, okay, holen mich was. Er zinkt. Vor dir ist das, was vor mir? Nur kurz reparieren. Damit da oben. Oh fuck, da kommen aber die Cops, die töten mich jetzt. Warte, erledige die kurz. Ey, hallo! Oha, Bruder! er hat uns alle hochgenommen! Ich hab euch alle gefickt. Hey! Sorry, ich musste sein, die warte nicht. Alle Morse Mittel Insurance anrufen, Jungs. Ist so, Versicherung, Haftpflicht. Hallo? Ja, ich hoffe, du hast Haftpflicht, ne? Ich hoffe, du hast Haftpflicht, Bruder. Vollkasko-Blatte, gell? Der hat sich gemutet. So, Leute, und es fängt an, Leute. Der wird so ausrasten nachher. Okay, jetzt abwarten, bis später dann. Bis er drin ist. Ja, fahr den mal über den Haufen, Bruder. Fahr den mal über den Haufen. Theo, mach du das mal. Warte, ja, ich guck gerade. Du bist gerade vorbeigefahren. Komm mal her. Wo ist der? Der ist mit Deking-Account unterwegs. Ja, der und der in Weiß jetzt, neben mir. Wer ist das? Wer? Wo ist der? Fahr ihn mal über den Haufen. Er geht gerade rum, er rennt. Ich spiele euch alleine, ne? Entschuldigung, Nee, wir ärgern uns gar nicht, Digga. Es hat ein paar Probleme. Ich spiele euch alleine, wenn ihr mich ärgert. Jungs, jetzt hört mal auf, lasst jetzt echt mal tunen. Ja, lass mal. Nein, jetzt. Tuning. Digga, lass mal echt jetzt tun. Reicht jetzt. Ja, ist echt scheiße, Digga. Jetzt hat er sich den Audi geholt. Oh, Digga, nein! Das Ding ist, ich weiß nicht, ob man den Audi gut tunen kann, ja, das weiß ich gar nicht.
Ja, den Digga, Audi? Das ist nämlich die Frage. Weil ich weiß, dass man den Bentley nicht so krass tun kann, aber der Audi kann sein, dass man den habe ich noch nicht gemacht. Ey! Oha. Ey, nein, ey! Jungs, okay. Wir hatten jetzt schon wieder was in die Luft gejagt. Hört mal auf, Jungs. Komm, lass mal jetzt richtig machen. Autos parken. Ich glaube, man kann ihn sogar krass machen, diesen Audi. Ja. Okay. Tuning-Duell macht man immer mit Zeit. Also wir müssen jetzt einen Timer stellen. Jetzt gleich ab, also 10 Minuten haben wir Zeit, das Auto fresh wie möglich zu machen. Und dann ab geht's, ja? Okay. Bis 10 nach. Okay, let's go. Let's go, Jungs. 3, 2, 1. Los geht's. Wohin, Props? Gut. Spendberatung, Fresh Model, du weißt. Alles klar, okay, komm. Mutig, mütig, ne? Alles gut. Okay. Ich dachte, du redest. Jungs, jetzt. Jungs. Ey, Jungs, ganz kurz, hört zu. Er ist jetzt gerade gemutet. Tunet ganz schnell euer Auto. Also bleibt schnell drin. Tunet euer Auto. Macht das schnell fresh, aber halt schnell. Dann holen wir einen LKW und parken ihn schnell davor, okay? Ich nehme mal die rein. Ich zock davor. Leute, wir machen ein bisschen. Wir sind auch ein bisschen mutiger. Motor. Oh, Motorhaube gibt's aber einige Auswahlmöglichkeiten. Das gefällt mir gut. Also eigentlich hat er schon coole Möglichkeiten, auch mit diesen Einlässen hier oben. Er hat schon coole Tuning-Möglichkeiten, müsst ihr sagen. Also ich muss sagen, der gefällt mir immer besser. Langsam kriegt das hier richtig Form. Ihr stellt eure Terabytes hier an die Ein- und Ausgänge von diesem Hof und ich stelle die mobile Kommandozentrale direkt vor das Garagentor. Das ist ein Problem, weil dann ist der ja schneller fertig. Ja, ich weiß. Oh mein Gott, Max, pass auf, Max, Digga! Na gut, er hat ja gesagt, bis 10 nach der Zeit, also ich denke mal, der wird sich die Zeit nehmen. Ich würde es ja auch nicht riskieren, weißt du. Der wird auf Zeit gehen. Okay, Jungs, ich komme jetzt hier mit der... Boah, ich hab Kipplaster, Digga. Oh, okay. Yo, ich hab den Terabyte. Okay, die Kommandozentrale. Mach mal diesen einen schwarzen Terabyte hier weg. Wem gehört dieser schwarze Terabyte hier vor mir? Das ist wahrscheinlich mein. Fahr den mal schnell weg, Bruder, sonst kann ich hier nicht davor fahren. Warte, ich mach mal auf für alle. Kannst du den benutzen? Alter, das sieht auch böse aus. Das so in Kombination in Carbon. Die Dinger da oben, die da klicken. Ja. Oder hat Gepäckträger. Ja, ich glaube, Torbit. Ja, warte mal, hier oben, aber von hier oben kann ich voll gut reinschießen, hier aus dem Winkel. Er hat noch 5 Minuten, sehr schön. Amina, was bringt ihr denn an? Einfach alles zugemacht, Bruder. Der denkt, er sieht ein paar coole Autos. Bruder, der Arme. Ey, wenn vielleicht noch jemand unten ist, kann jemand vielleicht noch Annäherungsmeme zu den Terabytes hinstellen. Oh mein Gott, warte. So ganz auf safe. Ja, damit er mich anschreit, ne? Nein! Hey! Digga, die sind hochgegangen. Ich hoffe, der hat nichts mitbekommen. Mit diesen Windabweisern sieht er noch mal ein bisschen breiter aus. Wer hat denn nicht? Digga, Stani, dein Zeug läuft ab, jetzt komm mal raus hier. Der macht so richtig einen auf Tune. Er tut mir so leid, guck mal, er gibt sich so Mühe, er nimmt es richtig ernst, ne? Der Arme, Alter. Du merkst, wenn er sich Mühe gibt, wenn er nicht im Bilde zu sehen ist, also so wie immer. Ja, so nur seine Stirn, weißt du? Ja, wenn seine Stirn so drin ist, dann weiß er, ist sein Dings drin. Also erstmal rausfahren lassen. Genau, damit er klarkommt. Genau, damit erstmal kurz sieht, dass hier abgeht. Genau. Und danach, bam, wenn das Codewort Lutscher kommt, genau, schon selber mitgeschossen. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh, Brox, komm, dann weg. Komm, wie krass das hier aussieht, Alter. Okay, es ist jetzt 10 nach. Er müsste jetzt eigentlich rauskommen. Seine Zeit ist abgelaufen. Ja, nicht, dass er gemetert wurde, ne? Ey, wisst ihr, was wir... Oh, ich hab eine krasse Idee. Wir warten hier oben und machen einfach so. Alter, wir zeigen, oder? Pass auf, wir zeigen. Safe, jetzt Alter, bist komm. Du dran. Ja. Oh mein Gott, Bruder. Jetzt alle auf ihn zeigen. Prox, stups ihn mal an und sag mal, Zeit abgelaufen, weil das ist auch auffällig, wenn wir jetzt nichts machen, weißt du? Oh, Digga, der Pferd. Nein, aber. Ich mach jetzt Zeit, das ist auch auffällig, wenn wir jetzt nichts machen, weißt du? Ja, richtig. Ja, Digga, wo seid ihr denn? Ich will schon raus die ganze Zeit. Oder wir sind fertig. Wo bist du? Wir sind fertig, Mann. Wir warten um dich. Ja, ich war schon die ganze Zeit draußen rum. Wir warten vor Ding. Ja, dann lass mal vor LS Customs treffen. Ja, also. Junge, guckt euch das. Hey, was macht ihr hier? Wer war das? Wo bist du denn, Philipp? Wo bist du denn? Teste, wo ist dein Auto, Mann? Teste, wo ist dein Auto? Hallo? Teste, Bruder, du musst ein getuntes Auto. Teste, wo ist dein Auto? Testo? Hey, was soll das denn? Testo? Ey, aber jetzt mal ehrlich, wer hat gerade direkt geschossen? Ja, wer war das? Wer schießt denn direkt? Das war Bilo, 100%. Ja, jetzt war das, Mann, der wollte flüstern, der Pisser, Digga. Ja, die Terrorbites haben uns den Weg versperrt, Mann. Ey, ich hab's klar noch. Was sollen das hier? Wir wollten das nicht machen, aber deine Zeit ist abgelaufen, Digga.
Digga, du hast einfach zu lang, du hast einfach zu lang gebraucht. Das war Disrespekt. Übrigens, das Battle hat den Slavik gewonnen. Aber ja, weil ihr einfach nicht verlieren könnt. Dein Auto war halt einfach echt hässlich, Bruder. Das war hässlich. Das war einfach nicht mehr ertragbar. Ich hab's gerade gesehen und es war hässlich. Das war nicht mehr ertragbar. Ja, Stani, kannst du jetzt mal dein Auto bitte fertigstellen? Also wir warten hier schon die ganze Zeit. Wir sind die ganze Zeit schon fertig mit dem Tune. Definitiv kein Tuning-Treffen mehr. Hey, wieso denn? Was passiert? Was passiert? Ich kann auch das Tuning-Treffen alleine machen. Wir fahren jetzt ins Casino und da willst du bekommen. Gut. Du hast einfach 10 Minuten zu lang getuned. Da ist ein Bulle, Achtung, da ist ein Kopf! Knall ab! So Leute, dann würde ich sagen, das ist von dem Video gewesen sein. GTA 5 ist wieder back, Leute! Wenn ihr die Einbruchbrüder im nächsten Video sehen wollt, verbrüht den Like-Button, dann machen wir zusammen die Einbruchsmission. Dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute! Euer Crymax!